was bisher geschah. Ethan. Ah. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Und so geht es jetzt weiter bei Let's Play Resident Evil 7. Okay, ich kann da nichts machen. Und der 2F ist ja zu. Wo muss ich denn dann aber hin? Moment mal, ich hab. Da ist noch ein Schacht. Wie komme ich denn zu dem Schacht? Duschraum, Krankenstation. Wie komme ich zu dem Schacht? Oh, das ist eine gute Frage, Leute. Das ist eine richtig gute Frage. Wie komme ich zu dem Schacht? Ich kann doch hier in der untersten Ebene nichts machen. Oder ist irgendwas im Wäscheraum, was ich vielleicht übersehen haben könnte? Was ist denn das hier? Sickbay Kitchen. Das ist jetzt ein verdammtes Rätselraten hier. Was natürlich auch nicht so geil ist, weil ich halt nicht weiß, wo genau hin. Hier ist nichts mehr. Komme ich hier? Ah! Ich kann das hier öffnen. Ach so. Dann kommen wir hier runter. Okay, dann gehe ich aber vorher nochmal speichern. Dann ist okay. Wo habe ich... Hier. Wird gespeichert. Ja, vielen Dank auch. Ist auch dringend notwendig. So, das haben wir ja jetzt geöffnet. Jetzt ist auch die Kurbel weg. Toll. Ja, hochklettern und da absteigen. Wenn ich hoch... Wo sind denn wir denn jetzt eigentlich? Wir sind in Etage 2F. Normalerweise müsste ich mich hier auf jeden Fall umsehen. Hier muss irgendwas rein. Was steht denn hier? Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2, aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Dwayne. Oh, fuck. Das ist 2F. Und das müsste ja dann 1F sein. Und in 1F muss ich wahrscheinlich, ich vermute es ganz stark, diese eine Sicherung wieder rausnehmen. Oh, das Messer! Wir haben das Messer. Und wisst ihr was? Mir wird es besser gehen, wenn ich das hier noch schlucke. Okay, wir haben das Messer und wir haben 20 Schuss. Oh Gott. Ist das nicht die Etage, wo wir mit Ellen waren? Jo, das ist die Etage. Und das hier ist ein Safe Room jetzt. Okay. Edsmitte, jawohl. Da haben wir schon mal ein Edsmitte. Was haben wir hier? Abteilung für Spezialsätze. Leiter Ellen. Achso, das haben wir schon gelesen. Okay. Und Pistolenmunition. Auch das ist sehr, sehr nett und sehr, sehr cool. Die Pillen?
Na, das können wir auf jeden Fall ablegen hier. Das braucht kein Mensch. Pistolenmunition, Maschinengewehrmunition nehmen wir mal mit. Ich glaube irgendwie, alles, was ich jetzt gerade habe, würde ich lieber mitnehmen, als es abzulegen. So, nochmal speichern. Solange ich speichern kann, tue ich das auch. Denn ich habe keine Lust, hier elendig zu sterben. Das fände ich nicht so geil. Gut, wir haben hier links so einen kleinen Kollegen sitzen. Nicht mehr. Aber wir haben eine Kiste. Okay, mein Freund ist nicht hier. Die Tür haben wir jetzt entriegelt. Das ist sehr, sehr gut, weil dann können wir durchs Treppenhaus. Speisesaal. Ah, guckt mal, dadurch, dass wir die Dinger hier geöffnet haben, in... Okay, wir gucken erstmal in die Kojen da hinten, bevor wir in den Speisesaal und so gehen. Jo, wir gucken hier rein. Oh! 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 Alter! Okay, hier kommen wir nur mit Ads mit der rein. Hui, 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 hui. Okay, gucken wir in den Speisesaal zuerst. Alter Finn. Erstmal alles zumachen, wieder mich in Sicherheit geborgen fühlen. Allerdings glaube ich, dass ich hier nicht lange sicher bin. Ich höre nämlich schon wieder die Molded Schießpulver. Okay, hier ist tatsächlich mal keiner. Noch ein Kraut. Und viele verschiedene... Ach du Scheiße. Ein Rätsel. Oh, das ist ein Rätsel. Habe ich hier irgendwo eine Information über dieses Rätsel? Natürlich nicht. Ah, wartet mal. Müssen wir die einfach nur... Das so? Das so? Und grün hier nach oben. Haha, ich bin gut. Sehr, sehr gut. Oh! Jetzt mit der en masse. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh Gott, ich wusste es. Komm schon. Du Mistvieh. Oh Gott, ich bin so schlecht im Zielen. Oh oh. Tür zu. Ich bin echt schlecht. Oh fuck. Kann der Türen öffnen? Nee, aber der kann verschwinden. Oh Scheiße. Oh, fuck. Evelyn, ihre Kotze haben wir ja
festgestellt oder haben wir gelernt, dass wenn sie sich übergibt, dass diese schwarze Flüssigkeit dann oder diese schwarze Masse dann auftaucht? Okay, gut. Wir haben leider Munition verbraucht, was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Oh! Oh, Alter! Oh, hab ich mich erschrocken. Die Sau. Oh. Halleluja. Vier Fäuste für ein Halleluja. Kennt den Film noch jemand? Mit Bud Spencer und Terence Hill? Ah, guter Film. Müsst ihr euch ja mal angucken. Zumindest wenn ihr euch sowas gerne anschaut und sowas noch nicht angeguckt habt. Dann auf jeden Fall angucken. Kann ich nur empfehlen. Ja, ist klar. Ist das. Oh oh. Obwohl der nicht schnell ist. Doch, der ist schnell, meine ich, obwohl der keine Arme hat. So. Ciao, Kumpel. Das war's mit dir. Ich hoffe, dass das der war, der hier in dem Raum drin war. Ich glaube nämlich, das könnte der gewesen sein, tatsächlich. Flüssige Chemikalie. Sehr, sehr gut. Stellen wir uns ein bisschen Munition her. Was haben wir hier noch? Schießpulver. So. 16 Jahre seit dem Albtraum von Raccoon City leiden die Überlebenden immer noch. Boah, schön, wie man hier so alt das alte Resident Evil so aufgreift mit Raccoon City. Das finde ich sehr geil, dass sie das gemacht haben. Übrigens, es ist immer noch so, dass Resident Evil 7 zeitlich gesehen genau nach Resident Evil 6 spielt. Also die Charaktere um Leon, Claire, Jill, die können alle noch existieren. Oder existieren wahrscheinlich alle noch. Bombe mit Fernzünder. Bombe mit Fernzünder. Schrankschlüssel. Ja. Den brauchte ich. Oh, da. Guckt mal. Starke flüssige Chemikalie. Doppelstockbetten. Was haben wir hier für ein Heftchen? Was? Hunting Life. Also ein Jägermagazin höchstwahrscheinlich. Okay. Das können wir nicht aufmachen? Nö. Okay, wir haben den Kabinschlüssel für das Teil. Wir könnten. Theoretisch könnten wir. Wo war das denn? Moment mal, 3F. 3F, ja. Genau, in 3F. Gehen mal in 3F hoch. Lalala. Also wir sind noch eine ganze Weile auf dem Schiff hier. Merkt ihr gerade, oder? Ist noch ganz schön lang. Ist jetzt nicht so, als ob wir hier gleich durch wären. Da hinten. Na gut, wenn wir die Tür aufmachen. Es wäre ja Quatsch eigentlich. Das wäre ja eigentlich ziemlich sinnlos. Haben wir denn in der 4F noch irgendwas? Nee. Wenn wir das aufmachen, wäre es ziemlicher Käse. 1F möchte ich gerne noch hin.
die 1F würde ich gerne noch. Oh, scheiße. Ah, ausgerechnet jetzt läuft das Vier lang. Ich würde gerne noch in den Freizeitraum dahinter. Wie viele Dings haben wir denn eigentlich? 3 Stück. Eigentlich sieht es ganz gut aus. Wie wir uns verhalten und so. Ah, Frage ist, warte ich jetzt die Zeit ab? Ich glaube, das läuft ja rechts lang, oder? Ja. Das dreht sich sofort um, sobald wir in den Raum gehen und das Licht anschalten. Das ist doof. Das ist schon sehr doof. Okay, ich glaube, dann gehen wir erstmal oben lang. Gehen wir erstmal oben rum. Hier sollten wir eigentlich... Naja, gut. Anscheinend haben wir doch nicht alles getötet. Das war's für heute mit Resident Evil 7. Wenn euch das Projekt gefällt, schreibt mir gerne einmal euer Feedback in die Kommentare oder lasst mir ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Und bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.